Jo, hi, zurück zu Detroit Become Human. Wir sind hier mit Markus, wahrscheinlich in seiner Butze, wo er wohnt, soll Farbe mitbringen. Letztes Mal haben wir eigentlich eher bei Todd und Alice die Bude aufgeräumt. Mal gucken. Legen wir das mal ab. Paket abgeholt. Wir können uns natürlich alles angucken jetzt hier. Mal gucken. Cheep, cheep, was ist hier los? Vögelchen öffnen. Muss man aufziehen wahrscheinlich. Cheep, cheep. Okay. Sehr schönes Bild, gefällt mir, ist nice. Alles automatisch, Wahnsinn. Wer ist Karl? Karl ist oben wahrscheinlich. Der Fernseher ist natürlich auch nice, ne? Muss ich mal sagen, wo ist das? Da hinten. Tja, wieso Russland ihn will. Detroit Today, Leben auf Titan, okay. Okay, soll uns reichen. Schach, okay. Tja, Silber gewinnt in drei Zügen, ey. Zzz. Der mag Kunst, ne? Der Kollege. Die Giraffe ist natürlich cool. Ich dachte, hier wäre noch was, ja. Klavier spielen. Das ist wirklich Künstler. Also Karl ist Künstler. Deswegen brauchen wir auch die Farben und und. Alles klar. Bisschen aufräumen hier. Ist natürlich ein geiles Atelier, ne? Muss man sagen. Na, ein bisschen aufräumen können wir ja. Hier hinten war noch was, ne? Pinsel waschen. Zap oder auch nicht. Okay. So, ist so ein bisschen seine Werkstatt, Atelier, Galerie, alles Mögliche, ne? Ist die Scheibe. Ne, die Scheibe ist noch da. Okay, ich dachte, ich könnte da durchgehen. Okay, ist in Ordnung. Gehen wir wieder raus, ne? Weil hinten geht's auch nicht weiter. Können wir die Treppe rauf? Ich weiß nicht. Nee. Die ist nicht dafür gemacht, dass man da rauf geht. Zumindest ich nicht.
So, und da hinten, raus können wir auch nicht. Esstisch. Okay. Esstisch ist dann wohl hier gewesen. Ups, Entschuldigung. Das ist der Esstisch. Ups, hier ist der Call. Na komm. So, dann haben wir ein bisschen Frühstück. Gehen wir mal durch. Schau mal, wie Karl so drauf ist, wa? Ist einfach nice gemacht, Leute, muss ich sagen. Ist echt gut. Okay, bis auf, dass er ein bisschen rumzickt. Okay, es ist so ein Fahrstuhl, ne? Treppenlift. Voll der Künstler. Okay, ist von oben von der Galerie, da wo wir mit der Treppe nicht raufkamen. Okay, so das wird sein Zimmer sein, oder? Er schläft. Guten Morgen, Karl. Guten Morgen. Es ist 10 Uhr. Es ist leicht bewölkt, 12 Grad Celsius. 80% Luftfeuchtigkeit mit hoher Regenwahrscheinlichkeit am Nachmittag. Klingt nach einem guten Tag, um im Bett zu bleiben. Ich habe die bestellte Farbe abgeholt. Oh, ja. Moment, bevor du weiterredest, wo sind deine Medikamente da hinten Ja, ganz wahrscheinlich? vergessen. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir, nicht wahr, Markus? Du vergisst nie irgendwas. Zeigen Sie mir Ihren Arm, bitte, Karl. Nein. Karl. Doch, Karl, zeig den Arm. Dankeschön. Ich bin gerade erst aufgewacht und schon wird es unangenehm. Menschen sind so schwache Maschinen. Sie gehen viel zu schnell kaputt. All die Mühe, um sie zu erhalten. Hey, was ist mit dir passiert? Oh, es ist nichts. Nur ein paar Demonstranten auf der Straße, Karl. Was für ein Haufen Idioten. Glauben die wirklich, es hält den Fortschritt auf, wenn sie Androiden verprügeln? Ich hoffe, du bist nicht verletzt. Oh nein, nein. Sie haben mich nur geschubst, Karl. Mir geht's gut. Okay. Ich bringe sie jetzt ins Badezimmer. Tja, es wäre nice, ne, wenn das die Zukunft wäre. So eine Hilfe, das wäre nicht schlecht. Wir haben sonst alles hier, ne?
Ist in Ordnung. Okay, gehen wir raus. Liegt heute eigentlich irgendwas Besonderes an? Ja, die Eröffnung ihrer Retrospektive im Museum für moderne Kunst. Mhm. Der Direktor hat schon 4-mal angerufen und möchte wissen, ob sie kommen. Ich habe mich noch nicht entschieden. Das werden wir dann später sehen. Okay. Was noch? Nur die übliche Fanpost. Ist schon beantwortet. Hm. Irgendwas von... Ah, okay, man kann den ganzen Rollstuhl da einklemmen. Okay. Nein, Karl. Soll ich ihn für Sie anrufen? Nein. Nein, lass gut sein. Ich hab Hunger. Ihr Frühstück ist fertig. Speck und Eier, so wie Sie sie mögen. Danke, Marcus. Gern geschehen. Fernseher. Mit so einem Smiley drauf, ist nice. Warum suchst du dir nicht was zu tun, während ich frühstücke? Hm, klar. Hm? Okay, Karl. Das nicht. Wow. Was liest du? Oh, Macbeth. Das haben sie mir empfohlen. Und, was meinst du? Menschliche Emotionen sind interessant. Doch ich kann nicht behaupten, dass ich sie richtig verstehe. Die Menschen verstehen sie auch nicht. Sie bestimmen unser Leben und lassen uns himmelhoch jauchzend oder aber zu Tode betrübt sein. Ein Leben ohne Emotionen ist nicht lebenswert. Eines Tages werde ich nicht mehr für dich da sein können. Du musst dich selbst beschützen. Selbst entscheiden, wer du sein möchtest und werden willst. Diese Welt mag niemanden, der anders ist, Marcus. Lass dir von keinem sagen, wer du sein sollst. Gehen wir ins Studio. Okay, kein Problem. Ups, komm her. So, wo geht's am besten durch? Da hinten durch, einfach. Wo waren wir stehen geblieben? Zieh das Laken weg. Cool. Das ist cool.
Also, was hältst du davon, Marcus? Ja, es hat das gewisse Etwas. Etwas für mich Undefinierbares. Ich glaube, ich mag es. Die Wahrheit ist, dass ich nichts mehr zu sagen habe. Jeder Tag, der vergeht, bringt mich näher an mein Ende. Ich bin ein alter Mann, der sich an den Pinsel klammert. Karl. Aber genug von mir. Lass mal sehen, ob du Talent hast. Versuch es mal. Versuch, was zu malen. Malen? Aber was soll ich malen? Einfach irgendwas. Versuch's einfach. Okay. Eine perfekte Kopie der Realität. Doch beim Malen geht es nicht um das Kopieren der Welt, es geht um Interpretation, Verbesserungen, deine eigenen Sichtweisen. Karl, ich glaube, das kann ich nicht, das steht nicht in meinem Programm. Na los, mach schon, geh an die Leinwand. Tu mir einen Gefallen. Schließ die Augen. Schließ die Augen. Vertrau mir. Stell dir etwas vor, das nicht existiert. Etwas Unbekanntes. Jetzt konzentrier dich. Auf das, was du jetzt fühlst. Und führe deine Hand unbefangen über die Leinwand. Cool. Oh Gott. Hey Dad. Leo. Hab dich nicht kommen hören. Ah, ich war in der Gegend. Dachte, ich schau mal rein. Wurde auch Zeit, nicht? Geht es dir gut? Du siehst nicht so aus. Oh ja, ja, alles klar. Hör mal, ich brauch Kohle, Dad. Schon wieder? Was ist denn mit dem Geld von neulich passiert? Futschi. Naja, es ist halt weg, weißt du? Ja. Ja, du bist wieder drauf, nicht wahr? Nein. Nein, nein, das ist es echt nicht. Ja, lüg mich nicht an, Leo. Was macht das für einen Unterschied? Ich brauche Geld, das ist alles. Tut mir leid. Die Antwort ist nein. Was? Warum? Du weißt warum. Ja, ja, ich weiß warum. Dir liegt mehr an deinem Plastikspielzeug als an deinem Sohn, hä? Sag schon, Dad, hä? Was macht ihn besser als mich? Ist er klüger? Oder folgsamer? Nicht so wie ich, hä? Aber weißt du was? Das Ding ist nicht dein Sohn. Nur eine Scheißmaschine! Leo, das reicht jetzt! Es reicht!
Dir liegt nur was an dir selbst und deinen scheiß Bildern. Du hast nie jemanden geliebt. Du hast mich nie geliebt, Dad. Du hast mich nie geliebt. Das kann sein, ja. Der Maler. Ding, 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 ding. Okay. Wow, echt noch ein paar Sachen übersehen, ne? Naja, gut. Lass mal kurz gucken, wie der Rest so. Zweifel, okay. Haben 29%. Alles klar. 30, 37. Statue kopieren. Okay. Ja gut, ey, man kann echt viel machen. Super. Also macht echt Laune bisher. Ja, mehr machen wir aber erst beim nächsten Mal, ne? Bis denn, ciao.